Das, der Wasserfall ist immer gut, weil die sind ja immer anders, ne? Ja. Und weiß ich nicht, haben wir damals auch Tempel besucht? Tempel, keine Ahnung. Wir haben keinen Tempel besucht, ja. Da gibt es einen, da gibt's einen Tempel auch, aber Tempel immer, wie auf Bali, ist so eintönig. Ja, ich ja. Weil, ja, was anderes. Unbedingt. Ja, was anderes besuchen hier auf Lombok. Ja. Was anderes machen, nicht Tempel, keine Tempel genau. Besichtigen. Weil Tempel ist eigentlich immer selber. Ja. Es ist wirklich so. Das selber sieht ähnlich aus, ja? Ja. Weihe, wurde es jetzt wieder. Weißt du, warum ich Angst habe, da zu laufen? Ja, warum? Bei uns zu Hause, eine Firma, die hat so ein Vordach, ne? Auch so wie das. Ja. Und da sollte jemand reinigen, ne? Okay. Und der ist auf nicht das Glas getreten. Ach so. Nicht auf die Streben. Gebrochen, ne? Oder wie? Ja klar, durchgebrochen. Zack. Ja, der war dann, das waren so 2-3 Meter. Aha. Ja, der musste mit Hubschrauber geholt werden. Ach so, ja. Ja, das ist scheiße. Der ist gerade durchgebrochen. Guck mal da. Gucken. 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 Hast du gesehen? Oh. Die Tochter studiert in Basar? In der Stadt hier, in, ja, in Mataram. Ja. Was studiert sie? Internationale Beziehung. Ja. Okay. Ja. Sie will so ein Diplomat sein. Ja. Ein Diplomat? Ja. Aha. Ein Diplomat werden. Ja. Bei der Regierung? Ja. Sie studiert zwischendurch mal so Jura vielleicht, ja, also Politik. Ja. Politik. Das ist jetzt interessant, wenn G20 in Bali tagen. Ja. Wenn Putin kommt und Zelensky. Oh ja. Ja, wird es interessant, was passiert dann. Ja. Aber Amerika hat bestätigt, glaube ich, der ist vielleicht von der Tagung irgendwie mal zurücktritt. Der, kann sein, der, ne? Zurücktritt, ja. Ja. Dass er doch nicht kommt. Ja, dann natürlich, also gucke, wie die Leute hier leben, Haus, ne? Ja. Da waren wir doch mal in dem Dorf, weißt du das noch? Ja. Da ist auch gekocht worden. Gerade. Ja. Fahren wir zu einer Töpferei auch? Egal. Da könnt ihr auch schon ein bisschen Kunst auch dort machen. So vielleicht Töpfer, ein bisschen malen. Oder. Das ist traditionell, ja? Ja. Okay. Ja. Das ist alles mit der Hand. Wird mit der Hand gemacht, ja. Da oben, ja. Ja, ganz da oben, ne? Ja. Wie wird hier verheiratet? Wird hier gesagt, wenn man heiraten muss oder soll? Ja. Also der Papa sagt, Mädchen, du heiratest den. Na, also die Kinder müssen selber entscheiden, ja? Selber entscheiden. Selber entscheiden, wenn die dann so schon Freund oder meine Tochter einen Freund schon findet und ja. Sagt dann, ja, also wir wollen heiraten und so, ne? dann wird es gemacht. Ne? Aber du würdest nicht sagen, du musst den und den heiraten? Ja. Weil das der Nachbar ist oder der? Na ja, doch, ich, ja. Das also, wäre auch möglich?
Ja, also Bruder, ja, Bruder, wenn ich nicht da bin, ja, mhm. dann Bruder macht das ja. Ja. Also muss schon der Mann sein, ja, der das macht. Ja, ja. ja. Also der sagt, wenn heirate. Ja. Oh, das ist Friedhof? Ja, genau, das ist Friedhof, der. Muslimfriedhof. Ja, Muslimfriedhof ist ganz einfach, ne? Also nur ja. so Grabsteine und fertig und ein bisschen Erde drauf, ja. Dass man das erkennt, ja, wird das dann zurzeit auch schon ein bisschen draufgeschrieben, wer da begraben wird, ja. Wer da begraben wird, ja, und fertig, ja, also es gibt ja keine, also es wird ja nicht betoniert oder so, ja. Nix, ne? Ja. Also das darf man überhaupt nicht machen eigentlich, ja, also um die Gräber zu betonieren, ja. Dann muss eigentlich so normal so Grabstein, einfach so Erde drauf. Und fertig, ne? Fertig, ja. Und da habe ich bei der Herfahrt habe ich so einen großen Friedhof mit großen Steinen gesehen. Was das ist ja chinesischer Friedhof, ja. Chinese? Ja, chinesischer Friedhof. Das ist in der Stadt, ja. In der Stadt Ampenan. Das ist ja die Vorstadt von Mataram. Ja. Da sind auch schon Chinesen bei uns, ja, aber vielleicht sind die nur 3%, 2%, ja. Das ist schon ein alter Friedhof eigentlich, ja. Also existiert schon seit früher und vielleicht schon, also da gab es auch viele Chinesen bei uns hier und seitdem wurden die Chinesen da begraben und jetzt auch natürlich und dann kommen immer, werden die immer in derselben Ecken dort begraben und der Friedhof deswegen wird auch schon immer größer und größer ja. und dann ist ja auch schon sehr breit geworden, ja. Irgendwann gibt es keinen Platz mehr, also heißt das, ja, weil man überhaupt keine neue Leiche da begraben kann, ja, weil es dann so einfach mal festgebaut ist, ja, mit Beton. Ja, ja, ja genau. Ja. Gibt es einen Tiermarkt? Tiermarkt, das ist in dem normalen Markt, ja, zu finden, ja, also, oder, ja, genau, oder es gibt auch schon speziell, wo Ziegen oder Kühe da verkauft werden, ja, also viel werden verkauft kurz vor dem Opferfeiertag zum Beispiel, ja, also bei dem Opferfeiertag werden viel geschlachtet, also werden viele Tiere geschlachtet, das haben wir dann, ja, wann war das, Vorige Monat. Ja. Da war doch Schlachtfest oder wie heißt ja, das? Genau, ja, genau. Opferfeiertag, sowas. Gut. Wenn man in die Stadt fährt, geht es, glaube ich, rechts, oder? Ja, ja, sieht so aus. Also ich würde jetzt, also... Ja, meinst du? Ja. Also die Stadt war ja da hinten, Richtung Wasser, ne? Ja, also... Moment, ich glaube, das geht hier links. Aber kann mich natürlich auch irren. Weil ich habe mich schon mal geirrt jetzt. In Kuta, also in Kuta bei uns. In Bali. Ja. Ja. Ich bin gelaufen und total verkehrt. Ja, wenn wir in die falsche Richtung fahren, dann werden wir dann wieder zurück. Dann. Landschaft ist Landschaft, schön, hier ist gut, ach, hier ist ja absolut.
dann waren wir mal auf dem Markt, wo es den Tabak gab und die große Messe. Weißt du das noch? Ja, das ist im Norden. Ja. Solche lange Messe. Wolltest du gar nicht mitnehmen? Das ist sofort verhaftet. Oh, was ist das? Es wird schon enger, die Straße. Na ja. Guck, der war in Mekka, ne? Ja. Mit der weißen Kappe, oder? Ja, ja, richtig. Der Hajji. Das habe ich mir gemerkt, das hast du mir erzählt. Guck, das ist Friedhof. Genau. Schlemischer Friedhof. Klein, guck, ganz klein, ne? Du kommst direkt in die Reisplantage. Ich glaube, wir fahren hier lang. Ehrlich, hier sieht es ja super aus. Der ist wirklich schön. Also. Reisfelder. Und das gefällt mir so an dir, dass wir so ein bisschen außenrum fahren, nicht wo alle fahren. Mhm. Das ist sowas geil, das ist so toll, ja. Das sind jetzt Erdnüsse, ja? Links. Das Erdnüsse? Ja. Erdnüsse unten, ja. Also Erdnüsse, die Nüsse sind drin in der Erde, ne? Deswegen heißt es Erdnüsse, ja? Ach, ich wusste gar nicht, wo die wird. Das ist der Wurzel, das ist Wurzel, ja? Ach, die Nuss ist im Boden? Ja, im Boden Wurzel, das ist der Wurzel. Ja, deswegen Erdnuss. Ich dachte, die wachsen am Baum, überleg mal. Nix? Nein. Natürlich so eine kleine Fahrt, so weit wie es geht, am Vulkan. Mhm. Mensch, wo waren wir denn da, wo die Fledermaus am Ding gehangen hat, wo wir streicheln konnten, so riesen Fledermaus. Wir haben die geschrieben, das wäre vielleicht nicht hier. Oder Bali war das hier. Oder war das Bali? Ich weiß es nicht mehr. Siehst du, ich verwechsel das. Ich bin viel zu wenig bei dir. Ich hätte schon zwei, dreimal bei dir sein können, die ganze Zeit. Ja, ja, ja.